Wir bei IKEA sind ja ein sehr werteorientiertes Unternehmen. Auch hier für uns bei IKEA Deutschland ist es ganz selbstverständlich, dass Menschen aus unterschiedlichen Nationen nebeneinander und miteinander arbeiten. Wir haben uns hier im Einrichtungshaus Großburg-Wedel vor knapp 1,5 Jahren dazu entschieden, geflüchteten Menschen eine Möglichkeit zu geben, auch einen Arbeitsplatz bei uns bei IKEA zu finden. Und als wir das Thema damals im Einrichtungshaus platziert haben, gab es natürlich auch super viele Bedenken. Und schön ist aber, dass wir als Team einfach entschieden haben, wir machen das. Und nicht so viel zu zweifeln und zu fragen, sondern es einfach sich zu trauen. Hallo, ich bin Usman, ich bin aus Pakistan. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Bada, ich bin 27 Jahre alt, bin seit 7 Jahren bei IKEA und komme aus dem Kosovo. Hallo, ich bin Mohamed Rami, ich komme aus Elfenbeinküste. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland und seit 1 Jahr in IKEA. Ich bin in Deutschland seit fast 3 Jahren und ich bin bei IKEA seit fast 1 Jahr. 1993 sind meine Eltern aus dem Kosovo nach Deutschland geflohen. Meine Tätigkeiten bei IKEA sind kalte Küche, Koch, Ausgabe und Kassieren. Ich mache ein Einstieg-Qualifizierungsjahr bei IKEA. Ich arbeite in Lager. Ich arbeite bei IKEA Food und das schon seit 7 Jahren. Also ich verbinde meine Heimat mit Kultur und auf jeden Fall das leckeres Essen. Was mich in meiner Heimat vermisst, sind meine Familie. Weil Familie sind sehr wichtig. Mit Heimat verbinde ich Grün, ganz viel Grün. Wir haben im Kosovo ganz viele Berge, ganz viel Natur. Meine erste und letzte Wunsch ist, dass ich bleibe immer bei IKEA, egal wo in der Welt. Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass wir auch demnächst einen IKEA-Store im Kosovo eröffnen können und ich meinen Beitrag dazu leisten kann und wir auch im Kosovo das Leben für die Menschen einfacher gestalten. Ich will auch bei IKEA bis zum Rente arbeiten. Ich freue mich sehr darauf, dass Usman und Mohamed ihre Ausbildung bei uns erfolgreich abschließen und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie im besten Fall auch danach noch als engagierte Mitarbeiter bei uns im Unternehmen bleiben. Allen anderen Unternehmen kann ich nur sagen, wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und ich würde mich freuen, wenn sich viele Kollegen ebenfalls trauen, geflüchteten Menschen eine Chance im Berufsleben zu geben.